Heute Morgen sind wir ein bisschen sportlich unterwegs. Der Dani hat schon angefangen mit Bildern von Wanderungen, die im Zusammenhang stehen mit Wandern und Bergsteigen. Ich persönlich bin da sehr angesprochen gesichert und mich oft an so geile Wegweise orientieren. Und wenn es upsi geht, dann wird es mir wohl. Und besonders noch, wenn es Stalldür abgeht. Genau, aber ihr müsst keine Angst haben, wir machen keine Bergtour heute Morgen. Ich mache nicht mit euch Fitnessübungen, also ihr könnt ruhig auf dem Stuhl hocken bleiben und zurücklehnen. Aber im Text, wo ich heute darüber predige, da geht es um sportliche Ertüchtigung. Und zwar reden wir über einen Text, den Paulus geschrieben hat im Philipperbrief. Wir befinden uns immer noch in einer Predigtreihe zum Philipperbrief. Und ich fahre dort weiter, wo der Christian letzte Woche aufgehört hat. Es ist ein Text, wo der Paulus das Leben als Christ, den Glauben vergleicht mit einem Rennen, mit einem Lauf, mit einer Competition, oder wie sagen die auf Berndeutsch? Ein Rennen. Ein Rennen. Genau, und er sagt, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann ist das wie so ein Rennen. Und wir steuern auf ein Ziel zu. Und der Paulus sagt, dass er mit aller Kraft auf das Ziel zu steuert und probiert, das Ziel zu erreichen. Und er setzt alles dran, um dort in dem Ziel anzukommen. Wenn er im Ziel angekommen ist, wird er einen Siegespreis bekommen und das ist das ewige Leben. Wir tauchen ein, den Text, der sich im Philipperbrief im 3. Kapitel befindet. Es sind Verse 12 bis 14. Da sagte Paulus, ich meine nicht, dass ich schon vollkommen bin und das Ziel erreicht habe. Ich laufe aber auf das Ziel zu, um es zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Ich bilde mir nicht ein, Brüder und Schwestern, dass ich es schon geschafft habe. Aber die Entscheidung ist gefallen. Ich lasse alles hinter mir und sehe nur noch, was vor mir liegt. Ich halte geradewegs auf das Ziel zu, um den Siegespreis zu gewinnen. Dieser Preis ist das ewige Leben, zu dem Gott mich durch Jesus Christus berufen hat. Amen. Also ein bisschen sportlicher Text, wie angekündigt, der Paulus, wo seid als Christen sind wir unterwegs. Wir laufen auf ein Ziel zu. Und er bringt das Bild vom Lauf, zum Sagen, Nachfolge ist ein Prozess, wir sind unterwegs. Der Paulus hätte ja auch ein Bild bringen von einem Bänkli und sagen, ich bin zum Glauben gekommen und jetzt habe ich mich gemütlich auf einem Bänkli niederlassen. Und ich warte auf dem Bänkli, bis Jesus eines Tages zurückkommt oder ich auf dem Bänkli sterbe. Und auf dem Bänkli, da pflege ich meinen Glauben in stiller Meditation und Anbetung. Das ist nicht das Bild, das der Paulus bringt. Das wäre ein statisches Bild, aber er bringt ein dynamisches Bild und sagt, hey, wir sind unterwegs. Es geht in eine Richtung, wir bleiben nicht stehen, sondern wir entwickeln uns als Christen und wir möchten als Ziel kommen. Der Paulus war ja von Haus aus Jude und Pharisäer. Er hat einer sehr strengen Richtung vom Judentum angehört und war sehr gottesfürchtig gewesen. Schon bevor er zum Glauben gekommen ist, hat er mit ganzer Kraft Gott gefallen und hat sich eingesetzt. Er hat sich so eingesetzt, dass er das Christentum abgelehnt hat und Jesus verfolgt hat, respektive Christen hat er verfolgt, die Jesus nachfolgen. Doch eines Tages, als er so auf einem Verfolgungszug war, nach Damaskus Christen verfolgt hat, da ist ihm Jesus begegnet. Jesus ist ihm erschienen, und er hat ihn kennengelernt als der Herr und Meister, als Messias, als König von dieser Welt. Und er sagt darum, da im 12. Vers ganz am Anfang, ich laufe aber auf das Ziel zu, um es zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Jesus ist in dem Moment hat Besitz von ihm ergriffen. Er ist ihm begegnet. Und es hat etwas ausgelöst in Paulus. In dieser Geschichte ist Jesus ihm so begegnet, dass er vom Ross oben runtergefallen ist. Er ist erblindet. Er hat nichts mehr gesehen während 3 Tagen. Und erst, als ein Christ für ihn gebetet hat, hat er wieder gesehen
Und nicht nur mit den Augen, sondern auch mit dem Herzen. Und hat Jesus Christus angenommen als Herr und Heiland. Der Paulus ist ergriffen von Jesus Christus. Und das ist die Motivation, wieso dass er unterwegs ist. Wieso dass er so zielorientiert ist. Bekehrung oder das Ergriffenwerden von Jesus, das ist so der Startschuss ins Leben von einem Christ. Und das ist, wenn wir jetzt das Rennen anschauen, das ist wie wenn man so aus den Startblöcken raus sprintet. Ihr kennt sicher alle die Leichtathletik in 100 oder 200 Meter, wie die Sprinter da parat sind und dann aus diesen Blöcken raus explodieren. Und der Paulus war ein bisschen so gewesen. Er ist ergriffen worden von Jesus und dann ist er ab wie Kanone. Weil er hat etwas entdeckt. Er hat entdeckt, wer Jesus ist und was er für ihn tun hat. Und er hat dann in den folgenden Wochen und Monaten hat er sich mit Jesus angefangen auseinandersetzen. Er hat angefangen zu verstehen, wer er ist und hat auch gerade sofort angefangen, in der Synagoge von Jesus zu reden. Ich weiss noch, wo ich aus den Startblöcken rausgekommen bin. Als ich zum Glauben an Jesus gekommen bin. Das war mit 20 gewesen. Und vorher, ich bin zwar fromm aufgewachsen in einem christlichen Elternhaus, aber ich habe mit dem Glauben eigentlich nichts zu tun haben. Und habe geraucht, viel getrunken, viel in den Ausgang gegangen, auch ein bisschen trögelt. Und als ich zum Glauben gekommen bin, ich habe irgendwie Jesus erlebt und ich wollte das mit allen teilen. Wenn ich heim bin vom Arbeiten, die Bibel gelesen, ich habe Worship-Lieder gehört und das kaum erwarten, dass ich da Jugendgruppen ist oder Gottesdienst. Ich war so geladen gewesen, weil ich ergriffen war von Jesus Christus. Und dem Paulus ist eigentlich ganz ähnlich gegangen. Der Paulus, er sagt im 2. Korinther 5,17, gehört jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Etwas Neues hat begonnen. Also wer von Jesus ergriffen wird, der ist nicht mehr gleich. Da verändert sich etwas Grundlegendes. Der Paulus hat das erlebt, ich habe das auch dürfen erleben. Und ich glaube, viele von euch haben das auch erlebt. Irgendeiner oder vielleicht immer noch. Der Paulus sagt, wer von Jesus ergriffen ist, ist ein ganz neuer Mensch. Er fängt ein neues Leben an. Und die Bibel braucht sogar das Bild von der Wiedergeburt. Dass wir eine zweite Geburt haben, weil etwas so Neues anbricht. Wir haben Vergebung durch Jesus Christus. Wir haben ewiges Leben in Jesus Christus. Und wir sind nicht mehr die gleiche Person wie vorher. Der Paulus, er geht so weit, dass er Christen, wo er Briefe schreibt, mit Heiligen anredet. Die Heiligen von Korinth, die Heiligen von Ephesus und die Heiligen von Philippi. So spricht er Christen an. Und zu den Philippern sagt er sogar im 3. Kapitel, ihr seid Vollkommene. Damit tut er den geistlichen Status ansprechen. Wenn wir ergriffen sind von Jesus Christus und auf das positiv antworten, sagen, ja Jesus, ich möchte mit dir unterwegs sein, dann haben wir ein neues Leben, eine neue Natur und einen neuen Status. Das heisst, wir sind vor Gott total sinnlos, rein, vollkommen. Wir sind Heilige. Und der Paulus geht so weit, dass er die Leute so anspricht. Wie würdet ihr damit umgehen, wenn ich euch mit Heilige und Vollkommene anspreche? Hallo, mein vollkommener Bruder Hofer. Hallo, meine heilige Schwester Hofer. Wäre doch noch gut, oder? Fühlt ihr euch so? mit allen Makeln. Also, genau, wir fügen da noch etwas hinzu. Weil wir irgendwie spüren in unserem Leben, naja, ganz so vollkommen perfekt, wie jetzt der Paulus das nennt, bin ich dann doch nicht. Ja, ganz so heilig habe ich jetzt in der letzten Woche mich gegenüber meiner Frau doch nicht verhalten. Und das ist ein Spannungsfeld, wo wir drin sind. Ein Spannungsfeld, wo die Bibel sagt, unser neuer Status Jesus ist, wir sind Heilige und Vollkommene. Aber die Realität, wir stolpern immer wieder. Manchmal
wollen wir es nicht und wir machen Fehler und versündigen uns. Und manchmal wollen wir einfach auch nicht und machen es auch bewusst. Aber uns allen ist ihnen klar, wie Paulus, wir sind noch nicht am Ziel angekommen. Der Paulus sagt im 12. Vers, ich meine nicht, dass ich schon vollkommen bin und das Ziel erreicht habe. Ist ja erstaunlich. Nachher sagt er, Philipper, ihr seid vollkommen. Aber er sagt, hey, ich bin noch nicht angekommen. Wir alle, wir sind noch nicht angekommen. Wir sind noch auf dieser Strecke am Ziel entgegen. Wir sind noch unterwegs. Und da stellt sich natürlich die Frage, was ist denn das Ziel? Was haben wir fokussiert? Auf was laufen wir zu? Ist es, um den Status, den wir haben, zu realisieren? Wir sind Heilige, also jetzt auch möglichst heilig und perfekt leben. Das kann ein Ziel sein, wo man anstreben kann. Dass man sagt, ich möchte wirklich heute keine Fehler machen. Ich möchte nicht sündigen. Ich möchte mit allen Leuten korrekt umgehen und nicht einen falschen Gedanken. Selbst wenn mich einer auf der Autobahn links überholt, kein falscher Gedanke und mein Mittelfinger bewegt sich krass ein bisschen gegen oben und der Zeigefinger wandert nicht zur Stirn. Das ist das Ziel von gewissen Christen, um keinen Fehler zu machen. Und vielleicht ist das gar nicht schlecht, nein, ist sogar gut, weil ich glaube, Jesus wünscht das für unser Leben, dass wir sündlos oder probieren, sündlos zu leben, dass wir probieren, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Aber ich glaube, wenn das unser Ziel und unser Fokus ist, dann können wir uns ziemlich verkrampfen. Als ich zum Glauben gekommen bin, da bin ich noch ziemlich ungeschliffen und unheilig gewesen. Und das war so mein Ziel gewesen. Jetzt möchte ich aufräumen mit meinem Leben und ich möchte das in Ordnung bringen und wirklich keine Sünde machen. Und ich habe gemerkt, über gewisse Sachen bin ich immer wieder drüber gestolpert. Über gewisse Sachen stolpere ich heute noch drüber. Und ich war manchmal so frustriert gewesen. Ich habe gedacht, ich schaffe es irgendwie nicht. Und das war wieder die leiselige Stimme im Hintergrund. Du bist es eh nicht wert, Kind Gottes zu sein. Du bist es nicht würdig. Du gehst ja immer noch über die gleichen Sünden hinweg. Ich glaube, das ist eine Gefahr, wenn wir möchten ein perfektes Leben führen, ein sinnloses Leben führen. Und das unser Ziel ist, dass uns Satan immer wieder an dem aufhängt. Dass wir ein bisschen gesetzlich werden, uns zu sehr an dem orientieren. Eigentlich ganz gut gemeint, aber irgendwie kommen wir so in eine Gesetzlichkeit rein und haben das Gefühl, wir können es uns selber verdienen. Wir möchten ihnen auch noch etwas dazu beitragen, dass Jesus uns erlöst hat. Aber die Erlösung, die ist aus Gnade. Und der Paulus hat das auch so gesagt und der Christian hat letzten Sonntag über das predigt. Er hat gesagt, ich kann alles hinter mir lassen und ich schaue vorwärts. Alles das, was mir ein Gewinn war, all das, was ich hätte anrechnen konnte im Himmel, habe ich gemerkt, ich kann es gar nicht anrechnen. Und es ist mir sogar ein Verlust geworden. Ich glaube, es ist gefährlich, wenn wir das Ziel erreichen, möglichst sinnlos zu sein, möglichst ein perfektes Leben zu haben. Es ist zwar gut, so zu leben, aber ich glaube, wir stolpern zu sehr. Und ich möchte beleuchten, was hat denn der Paulus für ein Ziel gesteckt? Er hat nicht sein Leben und sein sinnloses Leben als Ziel angestrebt und das fokussiert, sondern etwas anderes. Und das beschreibt er vor diesen Versen in Philipper 3,10. Du kannst das gerade mal einblenden. Da sagt der Paulus, Christus will ich erkennen und die Macht seiner Auferstehung erfahren. Sein Leiden und seinen Tod möchte ich mit ihm teilen. Und dann fährt er weiter und sagt, aber das habe ich noch nicht erreicht. Da bin ich noch nicht angekommen. Ich habe noch nicht alles von Christus verstanden und erfahren. Die Macht der Auferstehung ist noch zu wenig präsent. Ich wünsche mir noch mehr. Und auch sein Leiden und sein Tod, ich möchte ihn noch stärker auch
in den Aspekt von Jesus hineinzukommen. Er setzt das als Ziel. Und ich lese es nochmal, weil ich es so wichtig finde. Christus will ich erkennen und die Macht seiner Auferstehung erfahren. Sein Leiden und sein Tod möchte ich mit ihm teilen. Es geht also darum, den Fokus nicht auf sich selber und seine Fehlbarkeit, seine Sünde, seine Heiligkeit, was auch immer zu setzen, sondern von sich wegzuschauen auf Jesus Christus und ihn anzupeilen, ihn zu fokussieren. Und der Paulus bringt da drei verschiedene Aspekte. Er sagt, Jesus Christus möchte ich erkennen, das ist der erste Aspekt. Der zweite, die Macht von der Auferstehung noch stärker erfahren. Und das dritte, das Leiden und der Tod von Jesus. Jesus möchte er stärker erkennen. In unserer Kultur erkennen, das findet vor allem in dieser Region im Kopf statt. Etwas verstandsmässig verstehen, können einordnen, nachvollziehen und erklären. Dann hat man etwas erkannt. Aber der Paulus, was er davon meint, ist etwas mit dem Kopf, mit dem Herz, mit der Seele ganzheitlich erkennen, erfassen, verstehen. Und er sagt damit, ich möchte noch mehr einfach Anteil haben von Jesus. Ich möchte noch mehr, dass das Leben von Jesus mein Leben prägt. Ich möchte stärker verstehen, was er für mich tun hat. Ich möchte stärker verstehen, was er zu den Jüngern und zum Volk gesagt hat. Ich möchte noch intensiver im Nachfolgen, in stärker Liebe, aber ebenso auch aus der Vergebung und Gnade von Jesus Christus das annehmen und aus dem heraus leben. Das ist sein Ziel, Jesus Christus. Als zweites sagt er, und du Verstehung, an dem möchte ich Anteil haben. Du Verstehungskraft, das möchte ich verstehen und erkennen. Es ist das grösste Ereignis in der Geschichte der Welt. Es ist das grösste Ereignis in der Geschichte der Kirche und von Jesus Christus, du Verstehung. Jesus war tot und er ist auferstanden zu neuem Leben. Und der Paulus sagt, hey, das möchte ich stärker verstehen. Ich möchte das stärker erleben. Die Kraft vom Heiligen Geist soll in meinem Leben präsent sein und soll mein Leben umkehren. Ich möchte durch diese Kraft Vergebung bekommen und anderen Menschen können vergeben. Ich möchte durch die mächtige Kraft von der Auferstehung möchte ich können barmherzig sein mit Menschen. Ich möchte für Menschen können beten und erleben, wie sie heil erleben. Am Körper, aber auch an der Seele. Durch die Kraft von der Auferstehung möchte sich das Leben entfalten. Wir haben als Bewegung plus Biel eine Vision kreiert vor einigen Jahren und ein Aspekt ist von dem, dass sich Leben soll entfalten. Und ich glaube, das ist in dieser Auferstehungskraft inbegriffen. Wenn der Geist Gottes kommt und wir das besser ergreifen, dann entfaltet sich unser persönliches Leben, das Leben in unserer Familie, das Leben in unserer Gemeinde. Und der Paulus sagt, von dem möchte ich noch mehr haben. Nicht einfach sinnlos leben, nein, ich möchte dieser Kraft anzapfen und prägt sie von dieser Kraft. Und er bringt dann noch einen dritten und letzten Punkt, wo ich eigentlich lieber auf der Seite lasse, weil es ist ein herausfordernder, schwieriger Punkt. Aber der Paulus erwähnt und sagt, er möchte auch am Leiden und am Sterben von Jesus Christus teilhaben. Das ist doch die unschöne Seite vom Evangelium, wo schwierig ist anzunehmen. Aber es ist ein Fakt, Heil von Jesus Christus ist durch Leiden gekommen. Es ist durch Sterben gekommen. Es ist durch Schmerz, durch Blut und Schweiß ist Heil in die Welt gekommen. Ist Heil in mein Leben und in dein Leben gekommen. Jesus hat einen mächtigen Preis gezahlt. Und wer Jesus nachfolgt, der kann nicht nur mit dem Auferstehung feiern, da haben wir auch zu verstehen, was bedeutet es, sein Leben hinzugeben für andere Menschen. Was bedeutet es, zu verzichten? Was bedeutet es, ein Opfer zu bringen für Jesus, für andere Menschen? In Bezug auf Mission, in Bezug auf Feindesliebe, in Bezug auf eine zweite Meile gehen mit Menschen. Und der Paulus sagt selbst, auch am Tod von Jesus Christus, das möchte er besser verstehen und Anteil nehmen, was das auch für sein Leben bedeutet.
Es gibt viele Christen auf dieser Welt, für die ist das totaler Ernst. Sie leiden aufgrund von ihrem Glauben, werden verfolgt, sie müssen Nachteile aufnehmen, bis sogar, dass sie ihr Leben lassen müssen. Und Gott sei Dank ist das in Biel nicht so die Situation. Ich glaube, da gibt es auch eine gewisse Form von Verfolgung und von Druck und Repressionen. Aber ich glaube, wir müssen nicht unser Leben lassen aufgrund von Jesus. Aber Jesus oder Paulus sagt, auch das möchte ich, an dem möchte ich Anteil haben. Und ich möchte mein Leben hingeben für das Reich Gottes. Das ist seine Vision, das ist sein Fokus, das ist das Ziel, das er anpeilt. Christus Jesus will ich erkennen und die Macht seiner Auferstehung erfahren. Sein Leiden und sein Tod möchte ich mit ihm teilen. Und ich glaube, wenn wir auf das ausgerichtet sind, dann verändert sich unser Leben. Dann tun wir genesen. Dann werden wir angenehmer für unser Umfeld, für unseren Ehepartner, für unser Umfeld beim Arbeiten. Dann können wir Sünden loslassen. Sachen, die wie ein Kaugummi in unserem Schuh kleben, kalten ab, weil Jesus Christus ist im Fokus von unserem Leben und unserer Nachfolge. Wir werden das Lied hören und ich möchte während dem Lied dir eine Frage geben, die du kannst überlegen und vielleicht auch in einem stillen Gebet für dich eine Antwort geben. Was ist dein Ziel? Auf was steuerst du zu? Ist es Jesus Christus, seine Verstehungskraft, sein Leiden und sein Tod? Oder sind es vielleicht ganz andere Sachen, weltliche Sachen? Ist es der Wunsch nach einem perfekten Leben? Du weißt es am besten. Wir hören das Lied, mach dir Gedanken und dann mache ich den Abschluss von dieser Predigt. Ich weiß nicht, ob du dich kannst mit dem Ziel, das der Paulus gesteckt hat, identifizieren. Ich habe für mich, als ich das vorbereitet habe, gesagt, doch, ich möchte wirklich auch das Ziel stecken. Und ich möchte diesen Bibelvers für mich als ein Bekenntnis nehmen und sagen, ja, auf das möchte ich zusteuern. So schnell werden uns andere Sachen im Leben wichtig. So schnell wünscht sich Ziele irgendwie in unser Leben einschleichen, die eigentlich Fehlziele sind, die nicht zielführend sind. Und darum ist es gut, immer wieder sich zu überlegen, hey, wo geht es hin? Neu sich ausrichten und sagen, ja, da möchte ich. Und ich möchte den Vers nochmal lesen und die von euch, die sagen, ja, ich kann mich mit dem identifizieren, ich möchte das Ziel anstreben, da bitte ich euch, das mitzulesen, so als ein Bekenntnis und als ein Gebet. Hey, ja, da gehen wir ran.
Christus will ich erkennen und die Macht seiner Auferstehung erfahren. Sein Leiden und seinen Tod möchte ich mit ihm teilen. Amen. Das kann enorm herausfordern, wenn wir so ein Ziel setzen. Und gerade, ich denke, nicht alle von uns sind sportlich und sehr angesprochen jetzt vom Bild von der Leichtathletik. Und vielleicht denkst du, ah, immer vorwärts gehen. Irgendwie beim Arbeiten habe ich schon genug Druck. In der Familie habe ich schon genug Druck, wo man das noch machen und dort Ziele erreichen. Ah, jetzt geht es im Glauben auch noch zum Ziel erreichen. Und ich glaube, da darf ich euch auch Erleichterung weitergeben. Und zwar sagt der Paulus, und da sehen wir auf der letzten Folie, sagt er im Vers 14, ich halte geradewegs auf das Ziel zu, um den Siegespreis zu gewinnen. Dieser Preis ist das ewige Leben, zu dem Gott mich durch Jesus Christus berufen hat. Wir alle sind unterwegs auf das Ziel zu. Und im Reich Gottes ist es nicht so in der Welt. In der Welt, da gewinnt der Schnellste. In der Welt, da gewinnt der Stärkste. Die Schönsten, die sind zuvorderst. Die, die es am besten können. Aber im Reich Gottes läuft es anders. Es geht nicht darum, wer kommt am schnellsten und am besten im Ziel an. Wer mit Jesus unterwegs ist, der macht den Lauf. Wer Jesus anvisiert hat, der kommt dort an. Egal, ob wir mit Krücken dort hingehen, egal, ob uns noch viele Sachen anhängen, wir sind Heilige unterwegs und doch kommt niemand von uns vollkommen im Ziel an. Jeder von uns ist auf Gnade von Jesus Christus angewiesen. Und nur aufgrund von seiner Gnade kommen wir dort an. Und es spielt keine Rolle, ob es heute ist oder morgen. Jesus ist mit uns unterwegs und das ist wichtig. Danke, Jesus, dass du mit uns unterwegs bist auf dem Lauf. Danke, dass du uns begleitest. Wir sind auch nicht allein. Du hilfst uns bei diesen Herausforderungen. Du hilfst uns immer wieder, auf dich zu fokussieren. Und ich möchte dich loben und preisen. Wir müssen nicht vollkommen sein. Wir müssen nicht sündlos sein. Wir müssen das nicht anstreben. Wir dürfen dich anstreben, eine Beziehung mit dir. Und dann führst und leitest du uns. Hilf uns das, in dieser Woche zu verstehen. Stärker in dem hinein zu wachsen. Herr, dessen zu präsent sein und darin die Macht der Auferstehung immer wieder zu erleben. Amen. Danke dir. Ich denke, du hast uns etwas sehr Wichtiges weitergegeben. Zielorientiert sein, kennen wir unser Ziel? Was ist unser Ziel? Können wir uns mit dem Paulus identifizieren? Mehr Anteile an Jesus zu haben? Und ich denke, dann wird das Leben ja spannend, oder? Wenn wir nach unserer Bekehrung praktisch nur darauf warten, bis wir in den Himmel abberufen werden und die Zeit versuchen, möglichst gut über die Runde zu bringen, dann wird es relativ langweilig. Aber wenn wir am Ziel nacheifern, eben Jesus mehr zu wirken in unserem Leben, mehr Anteil zu haben, ist nicht immer einfach. Es gibt Herausforderungen, der Weg ist manchmal steinig, aber es ist interessant. Das haben wir ja so erleben. Und ich denke, es ist schlussendlich gut, wenn wir uns nicht immer an den Fehler, wenn wir uns nicht an den Fehler, ob wegen den Fehler frustriert sind, die uns passieren, sondern mehr über die Fortschritte freuen, die ja da sind, hoffentlich, oder, die wir machen. Und wenn wir ein bisschen zurückschauen, dürfen wir doch sicher sehen, wo wir schon Fortschritte gemacht haben. Dann können wir uns an dem freuen und die anderen natürlich probieren, dass es weniger passiert. Und so sind wir zusammen unterwegs und können einander helfen. Das ist doch schön. Und irgendwann haben wir das Endziel vor Augen. Ich weiß nicht, als ich noch jung war, das ist schon relativ lang her, da ist fast jeder Gemeinde ins Bild gegangen, so mit dem breiten und schmalen Weg. Könnt ihr euch erinnern an das? Und das war ein richtig breiter Weg, wo die Massen gezogen sind. Das war super, dort zu laufen. Und dann der schmale, steinige Weg. Und manchmal ist es schon ein bisschen so, oder? Wenn wir nicht ein klares Ziel vor Augen haben, dann können wir leicht auf Abwägen kommen, Sachen, die uns mehr attraktiv erscheinen im Moment. Aber wenn wir zielorientiert sind, dann können wir auch mal auf einen bisschen steinigen Weg bleiben, ohne dass es verleidet. Das
mit diesem Bild haben sie ja China evangelisiert und haben sie mal ein Evangelium erklärt und das Bild zeigt vom breiten und schmalen Weg. Und am Schluss haben sie ihn gefragt, ja, was denkst du, welchen Weg entscheidest du dich? Dann hat er kurz überlegt und gesagt, ja, ich gehe weder links noch rechts, ich mache ein gabeliges Restaurant auf. Aber ich denke, wir sind zielorientiert und wir wissen, welchen Weg wir gehen wollen. Ja, die Chinesen sind sehr geschäftstüchtig, oder? Und wichtig, was du auch gesagt hast, Jesus ist ja schlussendlich mit uns, oder? Und das ist das, was uns hilft und durchdreht. Und da können wir, auch wenn wir mal stolpern, dann ist er neben uns, hilft uns wieder auf und dann geht es wieder weiter. Schüttelst du dich an den Staub ab, wie beim Schwingen, zack, mal, oder? Und dann geht es weiter. Und so sind wir zusammen unterwegs.